Ich bin Sarah Bruderhofer, ich bin Kontrabassistin im Bruckner-Orchester Linz und wir sind hier in unserem Musiktheater in Linz, in unserem neu gebauten, wo das Bruckner-Orchester beheimatet ist und wo wir unsere Theatervorstellungen aufführen, Ballette, Musicals, Opern und Proben für unsere symphonischen Konzerte haben. Anton Bruckner ist, glaube ich, der berühmteste Oberösterreicher, was klassische Musik betrifft. Er ist auch Namensgeber von unserem Orchester, dem Bruckner Orchester Linz. Bruckner ist ein absoluter Symphoniker. Er ist berühmt für seine Sinfonien, aber auch für seine großartige Kirchenmusik, für seine Messen, für Chorstücke. In St. Florian steht die Orgel, die für Bruckner wahrscheinlich die meiste Bedeutung gehabt hat. Und deswegen ist er auch unter der Orgel beerdigt. Anton Bruckner wurde auf jeden Fall von der Landschaft hier inspiriert. Man merkt, dass seine Musik mit beiden Beinen in Oberösterreich verwurzelt ist. Mit dem Ars Electronica Center hier an der Donau haben wir in Linz auch einen Ort der Zukunft. Das ist das Museum der Zukunft, das sich den Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz und Technik widmet. Mit dem Ars Electronica Festival im Herbst haben wir als Bruckner Orchester auch eine Kooperation und kümmern uns dort um die Musik der Zukunft, dass Technik und Musik und Kunst auch Hand in Hand gehen kann und sich auf gar keinen Fall ausschließen muss.